Hallo? Ja, danke schön. Erster Preis. Wer wird's? Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass hier sehr viel in der Gruppe gearbeitet wurde. Es war ein gutes Teamwork. Es wurden viele Recyclingmaterialien auch eingesetzt. Das ist ökologisch besonders lobenswert und gut. Auch die alternative Energieerzeugung war ein Thema dabei. Und zwar Piezozünder sind eingesetzt worden oder sollen eingesetzt werden. Und was uns besonders überzeugt hat in der Jury, ist, dass hier erstmals ein Gefährt auch präsentiert wurde von dieser Art, von dieser Transport- und Fortbewegungsart, wo auch die tatsächliche Personenbeförderung möglich ist. Der erste Preis geht daher an One-Man-Hovercraft von der Agula. Wundervoll. Danke. Eins zugeschalten, die Gewinner. Herr Professor Bauer. Ich habe mir gesagt, dass ich schon abends bei dir war. Sehr nett, danke. So, rückt schon ein bisschen in die Richtung. Seid ihr mich rückt schon ein bisschen in die Richtung? Es hat funktioniert. Ja. So, alle schauen jetzt mal da zur Fotografin. Foto hier, welches Freude. So, Anna möchte auch noch fotografieren, bitte noch. So, herzlichen Dank. Das war die Techmania 2013. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken bei den Juroren, bei der Jury. Es war. So, liebe Grüße an die Gewinner. Wir schalten einen Ton jetzt aus. Geht's wieder Golf spielen? Also, das war wirklich eine Innovation heute. So, mein Ton ist da, danke. Also nochmals meinen herzlichen Dank an die Jury. Den ganz, ganz herzlichen Dank auch für die hervorragende Zusammenarbeit zwischen dem Stadtschulrat und der Wirtschaftskammer in diesem Projekt. Und ich bedanke mich bei allen Schülerinnen und bei allen Schülern, die über das Schuljahr sich für heute vorbereitet haben. Danke an euch alle. Und ich darf auch im Namen von den Veranstaltern, allen Lehrern, noch einmal unsere höchste Anerkennung ausdrücken. Wir wissen, dass es nicht immer ganz leicht ist, mit aufgeweckten, individuell ausgeprägten, dynamischen, kreativen, jungen Menschen in Gruppen zu arbeiten und dabei ein Projekt zustande zu bringen, das man dann hier vorne auch präsentieren kann. Also dafür unseren ganz, ganz herzlichen Dank, unsere Anerkennung. Und wir freuen uns auf das kommende Schuljahr und hoffen, dass wieder viele Schulen mitmachen. Und die Frau Dr. Mayrus möchte noch gerne Folgendes.